Was geht ab YouTube? Tactics ist wieder back am Start mit einem GTA 5 Video für euch. Und wie lange ich diesen Satz schon nicht gebracht habe und es wirklich GTA 5 in diesem Video gab, ist schon ziemlich lange her. Und deswegen lasst jetzt auf jeden Fall mal schon mal einen Daumen hoch da, wenn euch das wieder freut, dass irgendein GTA Video kommt. Aber heute soll es einfach mal darum gehen, dass ich auf jeden Fall neue Dinge in GTA 5 machen möchte. Seien es Mods, Rennen, neue Updates immer bringen, also das mache ich ja eigentlich eh schon, wenn ein neues Fahrzeug kommt, keine Ahnung, neues Update, neues Rennen oder sei es ein Flugzeug oder so. Ich mache direkt ein Video dazu, meistens streame ich dann dienstags, weil es ja meistens immer dienstags kommt und ich habe vor, einfach noch mehr in GTA 5 zu machen. Ich meine, man hat schon vieles gesehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass noch der ein oder andere von euch irgendeine Idee hat, was man machen kann. Und deswegen bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr mir vielleicht für Vorschläge machen würdet. Ich werde auf jeden Fall noch Videos machen, was man so wissen sollte in GTA 5, also wichtige Dinge, die vielleicht kommen in Zukunft oder was Leute erwarten, dass Spekulationen auch manchmal oder auch Wünsche von der Community. Und das war auch der Punkt, den ich eben schon angesprochen habe, und zwar, dass ihr mir eure Wünsche hinschreiben könnt, dass ich auch mal vielleicht mit euch aufnehme, dass ich mit euch ein bisschen spiele, dass man irgendwie, keine Ahnung, dass man einfach mal einen Stream macht und mit der Community zockt. Das habe ich auf jeden Fall mal vor in Zukunft, aber da muss ich auf jeden Fall den ein oder anderen Daumen von euch sehen und mal gucken, ob wir die 5 Likes diesmal in diesem Video schaffen. Bin ich mir ziemlich sicher, dass es knapp werden könnte, aber ich glaube an euch. Auf jeden Fall habe ich wieder vor, Sachen zu machen, Mods auf dem PC. Ich weiß nicht, also mein GTA nervt einfach. Wenn ich eine Mod installiere, muss ich irgendwie das Spiel komplett nochmal neu installieren. Richtig nervig, aber ich würde auf jeden Fall eine Lösung finden und ich spiele auch derzeit noch mit einigen Mods. Also zurzeit läuft es noch stabil, mal gucken, wie lange das geht. Und ja, habt ihr irgendwelche geilen Rennen, die ihr sozusagen mal mit mir spielen möchtet, die ihr mal als Gameplay im Video sehen möchtet, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare oder schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, was ihr mal für ein GTA-Video sehen möchtet, irgendeinen Vergleich oder sonst irgendwas, bin ich auf jeden Fall gespannt und ja, ich werde auf jeden Fall auf eure Wünsche drauf eingehen, selbstverständlich, ich bin nämlich auf eure Hilfe ein bisschen angewiesen, weil mir derzeit die Ideen in GTA 5 online ausgehen. Ich weiß nicht, was man noch machen könnte, was interessant ist und was Leute sehen möchten, deswegen könnt ihr mir ja mal gerne schreiben, was ihr gerne sehen möchtet, dann weiß ich nämlich, was noch gefragt ist. Ist auf jeden Fall eine nice Sache, vielleicht Glitches, ja, keine Ahnung, seid ihr noch so in diesem Glitch-Thema drin, wollt ihr noch Glitches sehen, ich weiß es gar nicht. Ich sehe auf jeden Fall, dass immer noch das Video mit den unsichtbaren Armen sehr oft geklickt wird. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr sowas sehen möchtet. Und ja, das war's von dem Video, lasst auf eine positive Wertung da, abonniert nicht vergessen, noch weiter zu passen und natürlich die Glocke aktivieren, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, dann sage ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.